Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir gehen nochmal einmal eine Quest machen für den lieben Herrn von Zukönig. Dann haben wir die 50.000 haben, haben wir endlich den Ebenerz-Kürassier uns holen können. Und damit wir uns auch mal schlau machen können danach, direkt im Anschluss, wohin uns unsere Hauptquest weiterführt. Immerhin haben wir schon mal ein bisschen was an Ebenerz gesammelt und geilen Items für uns. Aber es wäre auf jeden Fall nice, wenn wir mal ein bisschen auf Ebenerz wechseln. Ich hoffe, das gibt jetzt irgendwie mal 10.000 oder mehr. Oder besser. Wir haben jetzt vergessen, nochmal Heiltränke zu kaufen. Das können wir auch. Aber ja, wir machen jetzt eben das hier. Was gibt das an Geld? 5.280. Entschuldigung. I would be most grateful if you would agree to escort my dear parent, Rili Landra Painewell, to Curry Silmo. You can deliver her to Brotherhood of War. There were a representative of mine will be there to receive you. Curry Silma lies a pretty 30. Curry Silma, da müssen wir hin. Okay, und Brotherhood of War, das ist ein Tempel. 5280. Ich glaube, mehr brauchen wir da nicht zu wissen. Machen wir. Ja. Oh, da haben wir sie schon. Junge Dame. Dann. Ich glaube, das mit mir. Das ist einfach. Das nur einfach von A nach B schicken. Und dann zu einem Tempel. Dann können wir einfach direkt los. Curry Silver oder so ähnlich. Das auch da. Curry Silmore, ja. 21 Tage, genau. Schnell hinreiten. Und natürlich sind wir in der Nacht da angekommen. Wann denn auch sonst? So, junge Dame, sag mir mal, wo ist denn der nächste. Geil, auf jeden Fall perfekt, wenn die es mir drauf schreibt. Ah? Oh. Hätte nur so machen. Ja. Hier haben wir schon mal Schlafzimmer. So, guter Herr, bitte. Ich hätte gern Doppelzimmer, ja. Eine Nacht. Genau. Dann gehen wir mal da rein irgendwo. So. Wenn wir hier so oben drauf sind, dann können wir hier auf. Wie spät haben wir es? 10 Uhr. Können wir hier für ein Weilchen campen? 10 Uhr. Dann sagen wir noch mal 10 Stunden. Ja. So sind wir sicher. Oh, hier. Ja, hier ist der Ausgang. Dann, Brotherhood of War müssen wir suchen. Oh, junge Dame. Du, sag mal, Temple Brotherhood of War, wo ist denn das? Southwest. Ich meine nicht mehr Southeast. Ja, den Tempel finden wir gleich. Du junger Herr. Hallo. So, Brotherhood of War suchen wir. Southwest.
Wie weit südwestlich soll ich noch gehen? Das ist doch Westen. Hä? Oder ist das hier das? Du sag mal. Temple, Robot of War. Southwest of here. Soll ich die Stadt verlassen oder was? Warrior Silmos, Southwest. Aber südwestlicher geht's nicht. Ich glaube, es sollte vielleicht Southeast heißen oder so. Oder ich habe hier einen Bug gefunden. Moin, gut, kannst du mir vielleicht sagen, wo Road of War ist? Southwest. Okay. Dann Nearest Temple. Northeast. Okay. Das ist jetzt interessant, finde ich. Ich hoffe, das ist der Tempel, den ich suchen muss dann. Da ist der Tempel. Suchen wir mal den Eingang. Ich hoffe wirklich, das ist der. Hier ist kein Eingang. Robots of War, da haben wir's. Das war ein kleiner Bug auf jeden Fall. Können wir hier uns auch schon mal die Zaubertränke voll machen. Ja, good day. I am glad to see you. See the heir apparent of King Sildirim. Had such a professional escort to carry Silmar. Please accept your gratitude and these 5280 gold pieces. So, dann. Ah, genau. Hier können wir es nicht kaufen. Muss ich die Magiergeld suchen. Ja, aber auch ihn. Bisschen doof von mir gedacht. Aber wir schauen mal, wie viel Geld haben wir jetzt? Ah, fehlt nicht mehr viel. Haben wir die 50.000. So, du sag mal, Magiergilde, wo ist denn die? Go west for a while. Hoffentlich finden wir die gleich. Ah, da sehe ich sie schon. Da sehe ich schon die Magiergilde. Ja, dann gehen wir da mal rein und schauen mal, was die auch vielleicht im Sortiment haben. Vielleicht haben die sogar einen besseren Emerald-Kürass. Aber erstmal Potion. Potion of Healing, genau. 80 Stück, 4000 Gold, ja, nehmen wir. Und gucken wir mal, was der hier hat an Magic Items. Nee. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Das heißt, jetzt müssen wir noch einmal. Ja, bisschen weniger als 6000 Gold verdienen. Ich glaube, eine Quest für den König würde das schon reichen. Dann hätten wir das. Und es ist Nacht. Ja, es ist Nacht. Ja. You have arrived in the city state of Haven in Valenwood Province. The date is Sundas, 20th of Sundusk in the year. Ja. Yeah. Achso, das ist das, was normalerweise kommt. Okay, wir müssen jetzt einmal ein bisschen westlich gehen.
Und da hatten wir ja irgendwo noch eine Taverne gefunden. Aber unterwegs werden wir vielleicht noch ein, zwei Mal aufs Maul kriegen. Und ich hoffe nicht von irgendwelchen Trollen. Trolle oder die Eisengolems gehen mir momentan am meisten auf. Brauchen aber auch langsam wieder mal so ein Level-Up. Levelaufstieg. Den Level, den wir jetzt momentan haben, das ist okay, Level 16 ist ja schon in Ordnung, glaube ich. Wäre schön, wenn wir noch mal ein bisschen aufsteigen. Hab aber auch keine Ahnung, was hier maximal Level ist. Ob es schon bei Level 20 aufhört, 25, ob bei 50 aufhört, ab 100. Keine Ahnung, ob es endlos weitergeht. Ein Golem. Wir haben doch gerade Heiltränke gekauft. Ja. Geh und zerbrich. Egal, wie viel. Der. Voll gemacht. So, und der hat nichts. Ein Gut. Wir haben jetzt ordentlich was verballert an Heiltränken wieder mal. Kostet alles Geld, das wissen die gar nicht, ne? Sehen die nicht. So. Da müssen wir jetzt. Was? Das ist hier jetzt rechts und dann wieder rein. Rettet. Hier sind wir sicher. Oh ja, ein Zimmer hätte ich gern. Single. Eine Nacht. Genau, danke schön, der Herr. Danke. Ja, ja. So, was sagt die Uhr? Hä? In the evening? Camp for a while, wenn es 6 Uhr am Abend ist. Dann machen wir 13 Stunden durchpennen. Dann ist es jetzt genau 7.47 Uhr am Morgen. Das ist eine letzte Quest jetzt für den König und dann werden wir uns definitiv den Hörerster leisten können. Es sei denn, der gibt uns jetzt nochmal so eine Quest für 800. Mit fressigen Besen aber auch. Aber ich hoffe, der gibt uns jetzt mal wieder eine ordentliche Quest. So eine Escort-Quest für 10.000 Gold oder Abhol-Quest für eine 10.000 Gold würde ich auch schon akzeptieren. Da, vom Preisschema, da sehe ich mich auf jeden Fall. So, ja. Tell me, young Nord, are you in our fair city state for business or pleasure? No matter, heaven offers ample rewards for seekers of it. You will find the people here friendly and accommodating. I thought I would not recommend leaving your weaponry bag at your inn if you wander at night. Goodbye, Maxius. Was? Greetings, Maxius, and welcome to heaven. We are a peaceful city state, but I would not recommend wandering the streets unarmed at night. Now I fear I must dismiss you. Political matters. You understand? Goodbye. Jetzt fühle ich mich ein bisschen beleidigt. Ich habe ihn öfters mal den Arsch gerettet und so dankt er es mir, indem er mich wegschickt.
Ja, okay, dann machen wir uns mal schlau. Hier, Halls of Colossus. Sorry, friend, I thought that was just a myth. Ah. Wir fragen hier mal ein bisschen. Irgendwer wird schon was wissen. Oder hier, hat er Rumors? Können wir auch mal was nachfragen. Generell, was gibt's da? Allgemein, there's probably something going on elsewhere in Valenwood. On elsewhere in Valenwood, but not here in Haven. Okay, vielleicht Arbeit. I don't know if this surpassingly wealthy aristocrat called Brother Calzerva needs a chaperone or an escort or what. But if you go east a bit, you'll find a surprisingly wealthy aristocrat called Brother Calzerva in the green mark. Looking for someone like that. I guess willing to pay generalist. Dann fragen wir die lieber. Ach hier, Halls of Colossus. Have tried asking at the temple? They seem to know everything. Okay. Nearest temple. Southeast. Natürlich, wo denn sonst? Alles ist südöstlich. Ja, dann suchen wir mal eben Tempel. Oder wir fragen dich hier auch nochmal. Halls of Colossus. I honestly have no idea. Try someone else. Maybe they can help. Okay. Halls of Colossus. Hört sich aber für mich irgendwie eher nach Bretonen an. Ich glaube, die nächste geht wirklich nach ins Reich der Bretonen, hier nach nicht Dolchsturz, sondern nach wie hieß das nochmal? Hammer? Ne, nicht Hammerfell, warte mal. Ich kann auch heute auf die Map gucken. High Rock, genau, High Rock. Ich glaube, das nächste würde hierhin gehen. So, Daggerfall, da haben wir es. Dieser nächste Teil, den wir spielen werden. Ich glaube, das ist wirklich das nächste. Exit und raus. Das ist eine Magiergilde. Da ist ein Tempel. Da wollten wir nachfragen. Wegen Halle des Kolosses oder so. So, guter Herr, du weißt doch bestimmt gar nichts. Das ist ja super. Das ist super, dass die nichts wissen. Haben wir den da? Hey, hier geblieben. Hier geblieben. Du weißt sicherlich, wo Halls of Colossus. There ain't no such thing. Irgendjemand muss das doch wissen. Gute Dame, Sie wissen doch bestimmt, wo die Hallen des Colossus sind. Have you tried near elsewhere? I hear something strange happened thereabouts. Elsewhere? Also, hier muss das sein. Hätte jetzt eher gedacht, Breton. Ah, Sanchal, Aufgard, genau die. Die kenne ich noch alle und Alabaster. Kenne ich doch, glaube ich, alles noch. Korinth, genau. Und Torval. Die alle kenne ich hier noch aus Ocrest. Riverhold, genau. Rimmen. Kennen wir doch alle auch noch aus Elder Scrolls Online, finde ich. Hier, da war ja irgendwie das nördliche und südliche Elsweier. Ja? Jetzt, was machen wir jetzt? Ich brauche Geld.
sagen wir machen mal einen kleinen Ausblick. Wo ist denn die Stadtgrenze? So, zum nächsten Stadttor. Müsste ich irgendwo im Norden. Oder? Das nicht so? Hä? Wo ist denn? Da, genau. Nordosten. Ja, dann suchen wir uns mal vielleicht ein, zwei Dungeons, so irgendwo in der Nähe. Und schauen mal, dass wir da vielleicht noch irgendwie was machen können, um Geld zu verdienen. Da geht es nicht weiter. Aber nächste Haltestelle ist auf jeden Fall Elsweyr. Das Reich der Khajiit, der Katzenmenschen. Ich muss mal eben schauen, müssen wir eigentlich wegen unserer Ausrüstung, die wir vervollständigen, vielleicht nochmal nach Elsweyr? Ne. Elsweyr müssen wir gar nicht hin. Zumindest nicht für die Dinger, die wir schon im, also noch, also nicht zumindest für die Dinger, die wir nicht im Besitz haben. Das war ja, waren wir, glaube ich, aber schon, oder? Haben wir das schon? Nee? Doch. Genau, wegen dem Crystal waren wir hier, auf, Q-Posen waren wir schon in Elsweyr. Aber so noch gar nicht. Wir suchen uns mal jetzt irgendwo Dungeon. Hier, junge Dame. Nearest Dungeon. Du weißt doch bestimmt, ja? Nearest Dungeon. Die ist doch hier. Ja, finden wir auf jeden Fall dann. Ich habe so das Gefühl, dass mit, wieder mitten im Wasser da. Oder ist das Ding? Nee, das ist nicht. Aber bestimmt hier. Ja, da sieht's. Da ist ein Dungeon. Gehen wir da rüber. Mir vielleicht besser ein Boot nehmen sollen. So viel wie wir jetzt am Schwimmen sind. Außer geht auch in die Hütte. Dann würde ich sagen, bevor wir da gleich reingehen, machen wir noch ein klein kurzes Safe Game. So. Bevor es da jetzt reingeht. Speichern wir hier einmal ganz kurz hier drauf. Dann rein mit uns. Ich glaube, der wird nicht schnell. Ja, ist so. Oh, das sieht nach Vampiren aus. Gold. Und Plattenhelm. Gibt sonst nichts, ne? Eine geheime Tür, ne? Zweimal Gold und ein Broadsword. So, wo fangen wir an? Komm, wir gehen erstmal die rechte Seite. Natürlich, Hule. Er hat nichts.
Und ein Stack. Nehmen wir hier mal mit. Hier nehmen wir alles mit, was wir kriegen. Hier jetzt noch. Wir könnten hier wieder in den Raum oder wir gehen oben rum und dann so. Hier rum. The lock looks to be beyond your skills. Egal, ob ich dafür geskillt bin oder nicht. Durch will, dann will ich durch. Fertig. Ein Sabba haben wir auch noch. Will ich wissen, wessen Sabba das ist. Und hier noch Bild und Plattenküras. Eigentlich schon im Grunde fertig. Der hat sich auch nicht gelohnt, der Dungeon. Müssen wir gleich mal einen anderen suchen. Wie viel haben wir jetzt an Kohle bekommen? Gar nichts. Wenn wir sagen, im Grunde gar nichts. Der Dungeon hat sich nicht gelohnt. Gibt es hier eigentlich ein Boot oder so drumherum irgendwo? Ja, hier haben wir einen. Wir müssten, glaube ich, wieder nach. So. Wissen wir. Toll. Der hat sich echt gelohnt. Hin? Eigentlich Süden. Das ist mal ein interessanter See. Ah, da ist auch noch einer. Da gehen wir mal hin. Ist dich das, wo wir hinwollen? Die Insel da? Ja, Osten. Egal, dann schwimmen wir halt so. Dann schwimmen wir halt so. Die beiden haben mich jetzt erschrocken. Immerhin 20 Gold. Und ein Dagger, aber ohne Gold. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir rein. Sehen zu, dass wir da noch ein bisschen Gold bekommen, dass wir auf die 50.000 kommen. Und dann geht's für uns auf nach Elsweyr. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.